Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Elsot mit der Lou und dem CL. So, dann machen wir mal direkt weiter mit Dorf unter der Asche. Mit dem Dorf unter Asche. Experte. Während wir warten, kümmere ich mich mal hier ums Feld. Das ist übrigens das stärkste Feld. Das heißt, hier kann ich noch am ehesten leveln, während ich darauf warte, dass der Dungeon beginnt. Und darauf kommt es mehr an im Let's Play, dass ich die Quests alle mache, die Story zeige und ja, Level. Level, 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 Level. Ja, da ist mir schon sehr wichtig, dass ich gut leveln kann. Meine, macht auch keinen Spaß, wenn man zwei Tage auf einem Level rumrennt. Das muss nicht sein. So wenigstens ein Level pro Tag, also nicht pro Part, aber so alle zwei, drei Parts. Ein Level müsste eigentlich, finde ich, schon drin sein. Weil man will ja auch Fortschritte sehen, was Schaden und so weiter betrifft. Und wenn man Ewigkeiten an einem Level sitzt, dann sieht man ja keine Fortschritte. PvP ist natürlich was anderes. Da ist einfach, da muss man sich bessern, neue Techniken herausfinden, Techniken des Gegners besser einschätzen können und bla 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 bla. Aber Dungeon ist halt wirklich, du musst gut Schaden drücken können, weil uns auch einstecken können, sonst wird es nichts. Ich kann sagen, der will doch gerade einen Angriff starten, oder? So. So, jetzt kann ich euch das schön zeigen. Wir waren ja bei 22.000 pro Schuss gewesen, bei einem normalen Angriff. Der Dungeon startet jetzt auf Experte und zwar alleine mit mir. Das heißt, ich kriege erstmal zwei NPCs. Und zweitens werden meine Angriffe auch deutlich stärker sein. Moment, warte mal, jetzt gerade schlecht. Hört mal auf. Boah, ich will doch nur zeigen, wie stark meine Angriffe sind. Da, 52.000. Statt den 50.000, das ist. 50 statt den 15.000. Das ist ein großer Unterschied, will ich mal anmerken. Und ihr könnt auch sehen, im Vergleich zum letzten Part, die gehen deutlich schneller kaputt. Naja. Ich kann mir ganz gut vorstellen, wenn ich alle Quests vorbei habe, dass ich euch einmal die ganze Elsot-Story vorlese. Mache ich so einen Geschichtspart oder zwei. Dann wird man auch merken, die Geschichte, die ist für ein MMO richtig gut durchdacht. Also, muss ich schon sagen. Soweit ich mir jetzt schon durchgelesen habe, bis Hamel habe ich mir ja komplett einmal durchgelesen auf meinem Tactical Trooper. Danach, was ich so mitgekriegt habe noch, das ist, boah, kann sich sehen lassen. Naja. Dafür muss ich mir auch nochmal eine Notiz holen für Eskaton, da wird er noch stärker. Proselytisch hat man ja einmal so. Und dann habe ich direkt einen stärkeren Eskaton. Ich kann euch die Notiz ja mal gleich zeigen. Ich muss aber sagen, in all den hunderten von Kämpfen PvP, die ich jetzt schon hatte, wo dann mal ein Luan CL da war mit meiner Klasse, die Eskaton benutzt haben, die haben mich noch nie so getroffen wie ich die Gegner. Ich habe noch keinen gesehen, der das wirklich so taktisch einsetzt, von wegen, ja, okay, wenn sich der Gegner jetzt fallen gelassen hat, hat er 100 MP weniger oder vielleicht sogar mehr und wird sich nicht fallen lassen. Also setze ich mal ein, nachdem er aufgestanden ist. Nein, die machen ihre Kombo, greifen mich an und dann lasse ich mich natürlich auch fallen. Vor allem, wenn ich da merke, Eskaton. Oder sieht so aus, als würden die mich hochwerfen, damit Eskaton häufiger trifft oder so. Das kann man merken. Naja. So,
So, jetzt bin ich mal wieder vollständig geheilt. Und da kommt schon meine Mitfahrgelegenheit. Hallo. 6 Reihen Leben abgezockt damit. Das ist natürlich heftig. Und schwupp ist er tot. Wer meinen Livestream vor einigen Wochen gesehen hat, wo ich das erste Mal mit diesem Titel gekämpft habe, der hat es schon gesehen. Ich habe da zum Teil den Gegnern ein Drittel der Leben nur dank diesem Meteoriteneinschlag da vom Titel abgezogen. Das ist heftig. Also ich kann jedem empfehlen, den Titel zu farmen, und zwar jetzt. Während das Event noch läuft, ich gehe nämlich davon aus, es läuft 2 Wochen und deswegen könnt ihr das jetzt noch machen. Falls nicht, hättet ihr machen sollen. Na, Kiste will ich schon öffnen. Ja, okay. Jetzt kommt hier nochmal so eine Lore nach unten. Ah, oder da. Da kommt aber noch einer. Danke, Mio. Oder Eon. Nee, das ist nicht Mio, das ist Eon. Ach, stimmt, das war Eon mit dem Schock. Muss ich auch noch füttern. Hab ich nicht vergessen. Ist das perfekt? Vor allem mit den Effekten, das hat mich jetzt so richtig hart erwischt, weil eben mit meiner Bosswaffe habe ich nochmal 1,5% auf Vibrationsschaden und 1,5% auf, ich meine, Flammeinschlag. Das heißt, da habe ich noch mehr Effekt auf sowas krasses Extraschaden gedüngt. Das ist richtig schön. Ay, caramba! So, dann verreck mal. Das hat nicht gereicht. Au! Ja, okay, das hat aber gereicht. Ach ja. Was hat mir der liebe Dream gefragt? Alter, schleichen sich die Gegner einfach an und greifen mich nicht an. Oh, das sieht geil aus. Sprich mit Ignia, aber gerne.
Hallo Ignia. Dorf unter Asche-Experte noch einmal. Na gut. Ah, jetzt sind auch mehr. Da brauche ich auch nicht wieder auf dem Feld zu gehen. Dann geht das natürlich schneller mit dem Matchmaking. Ich habe 3 Heldenmünzen, die kann ich eintauschen. Das werde ich auch tun, meine Damen und Herren. Nur Zaubersteine. Augensmedaillon. Gerne. Apropos Erfahrungsmedaillon. Wie viele Ärger-Medaillen habe ich? 2. Ich brauche 30 für... Ah. Nee, das lohnt sich nicht, das im Let's Play zu machen. Nee. Vielleicht ja im Stream, den ich für mich morgen mache. Der war für euch dann auch schon längst gewesen. Oder ich mache es morgen früh oder so. Auf jeden Fall möchte ich jetzt ziemlich zügig mit dem Leveln vorankommen. Ich will endlich meine Waffe haben. Kann ich euch ja mal zeigen. Nach dem Dungeon zeige ich euch mal die Waffe. Auf geht's. Es sind nicht sehr viele getroffen. So. Man merkt auch schon, dass ich hier für diese Quests overlevelt bin. Schaut euch mal die Level der anderen Mitglieder an. Ich gehöre nämlich eigentlich in den 4. Dungeon, soweit ich mich entsinnen kann. Ah, jetzt Eskadron zu machen lohnt sich nicht. Meteore sind echt so praktisch. Liebe den Zettel. Riegel schlagen. Boah, dieser dumme Typ, auch Maschine genannt. Erstmal alle heilen, schön beliebt machen. Ich muss die Orbs auch irgendwie loswerden. Warum nicht beim Leveln und Questen? Ich meine, in Secret Dungeons brauche ich die sowieso eigentlich nicht. Alter, die Nerven. Ich will es versuchen, hier zu installieren. Boah.
alles hier zu installieren. Ja, das ist nervt. Kommt hier noch das schöne Ding hin. So, der ist schon mal weg. Fehlt nur noch der Boss. Hoffentlich war das auch das letzte Mal, dass ich den Dungeon machen muss. Wo ich sagen muss, die gehen recht zügig, die Dungeons hier. Ich war auch schon im letzten Dungeon einmal schnuppern gewesen, der geht auch recht zügig durch. Ich habe sogar einen Mount. Für noch, ich glaube, 12 Tage. Ich kann schweben. Vorbei ist die Magie. So, wir sind bei 70,8. Jetzt sind wir bei 72,3. Na endlich, wundersamer Geysir. Das ist doch ein Feld. Egal. Ich zeige euch mal kurz die Waffe. Da ist sie. Die Lava-Dämonen-Wahlwaffe des Ausharrens auf plus 10. Attacke fast 12.000. Magieattacke 12.000. 162, das ist. 3% Wahrscheinlichkeit auf Flammenschlag und 3% Wahrscheinlichkeit auf Vibrationsschaden. Also. Die Waffe geht ab. Die Waffe geht ab wie sonst was. Was habe ich denn noch drin? Ah, nichts Praktisches, was ich brauchen kann. Was sind die? So, wir haben noch 2 Minuten. In 2 Minuten werde ich keinen Dungeon machen können. Ich gehe dann einfach schon mal aufs Feld, ne? In 2 Minuten kriege ich vielleicht die Feldquest hin. Ja, doch. So brauche ich halt ein bisschen länger. Geysir-Ebene. Das ist wundersamer Geysir. Oh, ist doch ein Dungeon. Nö, dann mache ich. Nö, wenn er so ist, dann mache ich eine Runde PvP. Ganz einfach. Geht ganz schnell. Gibt Erfahrungspunkte, kostet kein Wille. Weil ich übrigens noch 47,8% habe, also mach ich das. Ei, gegen meine eigene Klasse. Entweder habe ich jetzt Glück. Also vom Schaden her glaube ich nicht, dass ich Glück habe. Haben wir 5000 mit Crit abgezogen. Da komme ich nicht mal in den Traum ran. So viel Schaden. Wo ich sie eindeutig. Toll.
eindeutig besser gecatcht und auch bessere Kombos gemacht, aber dank Damage hat er sie es natürlich gewonnen. Von Dismiss. Gebe ich einen Scheiß drauf, aus welcher Gilde die kommt. Wahrscheinlich so eine Gilde, da geht es sich wirklich nur um Damage, wenn du nicht viel erreichen kannst. Kannst du nicht viel? Gehe ich mal von aus, weil von denen, die da sind und PvP machen, sich wirklich nur S++er oder S++er, die verdammt viel Schaden machen. Naja, egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.